Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Thomas Vogel schaut mittlerweile ganz genau hin, wo er seine Pferde grasen lässt. Keine 500 Meter von seinem Grundstück entfernt wurden gefährlich hohe Konzentrationen von Benzol im Boden nachgewiesen. Die Flüssigkeit ist leicht entflammbar und kann in hohen Konzentrationen krebserregend wirken. Sorgen machen wir uns natürlich schon, obwohl wir in Anführungszeichen relativ weit von der Unglücksstelle entfernt sind. Aber in der Nähe sind eben Nutztiere von Landwirten und so weiter. Und im Sommer liefen da Pferde. Kein Mensch kann uns ja sagen, wann dieser Schaden überhaupt aufgetreten ist. Insofern macht man sich natürlich Gedanken und auch Sorgen. Die Gasförderanlage Z1 in Völkersen. Von hier kam das benzolhaltige Lagerstättenwasser, das den Boden verunreinigt hat. Erst im August gab es einen schweren Unfall. Durch einen defekten Absperrhahn trat kontaminierte Flüssigkeit aus und sickerte direkt in den Boden. Damals war von einem Einzelfall die Rede. Dann im Januar der nächste Schock. An einem Abwasserrohr der RWE Dea wurden extrem hohe Benzolwerte gemessen. Die Rohre sind nicht dicht. Die nachgewiesene Konzentration von Benzol 1000 Mal höher als der zulässige Grenzwert. Also das ist für mich unverständlich. Wenn ich so eine Anlage betreibe und hier Gas fördere in Milliarden Kubikmeter Zahlen, dann muss da ein Notfallplan sein, dann muss da müssen ständige Untersuchungen stattfinden. Das alles andere ist für mich nicht rationell. Benzol ist ein ungewolltes Nebenprodukt bei der Gasförderung. Die Flüssigkeit ist in den unteren Gesteinsschichten gebunden. Zusammen mit dem Gas wird es aus der Erde gepumpt und in einem späteren Verfahren von dem wertvollen Brennstoff getrennt. Von den Anlagen rund um Völkersen und Langwedel wird das mit Benzol und Quecksilber belastete Wasser dann über Pipelines in eine Verpressungsanlage geleitet. Dort wird es tief unter der Erde gelagert. Bislang konnte trotz der hohen Benzolwerte kein Leck in den Leitungen gefunden werden. Es wird befürchtet, dass die verbauten Plastikrohre für den Transport von Benzol nicht geeignet sind und der gefährliche Stoff unkontrolliert durch den Kunststoff austritt. Also unsere größte Sorge ist, dass dauerhaft hier das Land und die Umwelt geschädigt wird, weil wenn sich das wirklich bestätigt, dass hier viel Benzol ausgelaufen ist über Kilometer, dann wäre das für mich ein Super-GAU, ein Umweltschaden, eine Umweltkatastrophe, die nicht auszumalen ist. Und davon wäre nicht nur Völkersen betroffen. Die Verpressungsanlage, zu der die ganzen Abwässer laufen, liegt unmittelbar an einem Wasserschutzgebiet. Teilweise verlaufen die umstrittenen Plastikrohre sogar durch den äußeren Schutzbereich hindurch. Regenwasser, das hier in die Erde sickert, gelangt direkt in den Brunnen. Bislang kam es zu keiner Kontaminierung, aber die Initiative will nicht zuschauen, wie das Trinkwasser von über 500.000 Haushalten achtlos gefährdet wird. Ja, nach den jüngsten Vorfällen, wo wir eben wissen, dass die Leitungen anscheinend kaputt sind, die dahin führen, ist natürlich die Sorge enorm groß. Also kein Mensch kann uns garantieren oder kein Mensch kann es vorhersehen, ob da nicht irgendwas schon passiert ist oder in kürzester Zeit passieren wird. RWE Dea hat die umstrittenen Rohre vorerst stillgelegt. Ein kleiner Erfolg, auf den sich Vogel und seine Mitstreiter aber nicht ausruhen wollen. Sie kämpfen so lange weiter, bis die Gefahr endlich gebannt ist. Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe.